gewachsene Schwestern und Brüder im Herrn, versammelt zum festlichen Gottesdienst heute am zweiten Adventssonntag, da wir auch voller Dankbarkeit auf das 300-jährige Gründungsjubiläum der Gemeinschaft der Passionisten zurückblicken und voll Dankbarkeit auch auf ihr Wirken hier auf dem Miesberg schauen. Die Liturgie der Kirche hat uns als Evangeliumstext heute die ersten Verse des Markus-Evangeliums zu Gehör gebracht. Wir haben es gerade vorgetragen bekommen von Pater Dominikus. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Allein über diese ersten Verse aus dem Markus-Evangelium gäbe es viel Bemerkenswertes zu sagen. Ich will nur ein paar Punkte erst einmal andeuten. Das Wort Evangelium, das uns allen geläufig ist, zu Deutsch gute Nachricht, frohe Botschaft, hat innerhalb der Bibel schon eine lange Geschichte. In der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes taucht es zum ersten Mal auf als ein Begriff für die Überbringung einer Siegesbotschaft, wenn also ein feindliches Heer geschlagen wurde und die Nachricht davon überbracht wurde, dann war das ein Evangelium, dann war das eine gute Nachricht. In den römischen Sprachgebrauch, im römischen Sprachgebrauch des Römischen Reiches in der Zeit Jesu war das Wort Evangelium fast zynisch gebraucht, wenn es hergenommen wurde für kaiserliche Erlasse. Alles das, was für den Kaiser gut war, war ein Evangelium, eine gute Nachricht. Ob es nun für die Menschen gut oder schlecht war, spielte keine Rolle. Meistens war es nicht besonders gut für die Menschen, aber das spielte keine Rolle. Eine Zwischenstufe hin zu unserem Verständnis bildet der Prophet Jesaja, und das haben wir in der Lesung, in der ersten Lesung vorhin gehört, die Freudenbotschaft, die der Prophet Jesaja seinem im Exil geknechteten Volk ankündigen darf, ist frohe Botschaft, dass der Herr sein Volk nicht vergessen hat, sondern dass er es herausführen wird aus der Knechtschaft. Und die Bilder und die Verheißung, die der Prophet Jesaja verkünden darf, ist so gewaltig und so groß, dass sie zur damaligen Zeit gar nicht restlos, ja nicht einmal annähernd erfüllt werden konnte. Und erst im Licht der Botschaft des Wirkens unseres Herrn Jesus Christus, im Licht seines Todes und seiner Auferstehung, gewinnt das Wort Evangelium seine volle Bedeutung und seine volle Kraft. Und so verwendet es schon der Apostel Paulus, wenn er die Botschaft Jesu Evangelium nennt. Und der Markus-Evangelist ist derjenige, der den Begriff nun einführt für ein literarisches Genus, ja für den gesamten Bericht von Leben, Verkündigung, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus. So haben wir es gerade gehört und so hat es sich dann auch als Bezeichnung für die anderen Evangelien eingebürgert. Evangelium, Beginn des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Das Bemerkenswerte am Markus-Evangelium ist nun darüber hinaus, und da zitiere ich ein Wort des großen evangelischen Exegeten und Theologen Martin Kähler: Das Markus-Evangelium ist, wenn man es als Ganzes betrachtet, ein Passionsbericht
mit ausführlicher Einleitung. Und das wollte ich doch, da wir das 300-jährige Jubiläum der Ordensgemeinschaft der Passionisten heute in besonderer Weise feiern, in Erinnerung bringen. Das Markus-Evangelium, aber den Passionisten ist dieses Wort sicher bekannt, als ein Passionsbericht mit ausführlicher Einleitung. Das heutige Evangelium lädt uns ein, das Markus-Evangelium, aus dem wir in diesem Lesejahr, das mit dem letzten Sonntag, dem ersten Adventssonntag, wieder begonnen hat, das Markus-Evangelium, aus dem wir in diesem Lesejahr in den Zeiten des Jahreskreises Abschnitt für Abschnitt im Evangelium hören. Dieses Markus-Evangelium hat einen ganz klaren Aufbau und es läuft zu auf die Passion und dort noch einmal auf die Kreuzigung und auf das Bekenntnis des Hauptmanns, des römischen Hauptmanns, der diese Passion begleitet und überwacht. Aber bleiben wir noch am Anfang. Der Markus-Evangelist hat eingeführt, dass vor Beginn des Wirkens Jesu Johannes der Täufer aufgetreten ist und dass er Buße und Umkehr gepredigt hat und diese Predigt mit der Zeichenhandlung der Taufe bekräftigt hat. Und wir hören, dass ganz Jerusalem und viele, viele Menschen zu Johannes hinaus hinuntergezogen sind an den Jordan, wo er sie getauft hat. Und wir wissen auch, und damit würde das Evangelium hier weitergehen, dass auch Jesus zu Johannes gekommen ist, um sich taufen zu lassen. Das ist ein eigenes Fest, mit dem wird die Weihnachtszeit enden. Ja, aber wie gibt es denn das, dass Jesus sich der Bußtaufe des Johannes unterzieht? Er, der Sündelose. Schon in der ersten Aktion, schon in der ersten Szene des Wirkens Jesu deutet sich unblutig die Passion und die Lebenshingabe Jesu stellvertretend für uns ab. Denn während die vielen, die zu Johannes hinausgezogen sind und sich in den Jordan hineintauchen ließen, ihre Sündenschuld in das Wasser des Jordan hineingewaschen haben, steigt Jesus in das Wasser des Jordan hinab, nicht um eigene Sünden abzubüßen und abwaschen zu lassen, sondern um die Schuld der anderen auf sich zu nehmen, den ganzen Schmutz sozusagen an sich zu ziehen, um dann den Schuldschein hinaufzutragen und ans Kreuz zu heften und uns damit endgültig zu erlösen und zu befreien. Und so zeichnet sich schon in der ersten Szene des öffentlichen Wirkens Jesu das Ende ab. Die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer, der heute am zweiten Adventssonntag die Bühne des Evangeliums betritt, ist die unblutige Vorwegnahme des Passionsgeschehens und der Kreuzigung. Die ausführliche Einleitung, von der Martin Kähler spricht und die ersten Kapitel des Markus-Evangeliums bilden, sind freilich auch nicht isoliert von der Passionsgeschichte zu sehen, sondern sie führen uns den Grund vor Augen, wie es dann zur Passion kommen konnte. Jesus wird uns in den ersten Kapiteln des Markus-Evangeliums als derjenige gezeigt, der das Evangelium von der ankommenden Gottesherrschaft verkündet und wie er
zunächst Gehör und Glauben findet, wie er dann aber zunehmend auf Widerstand stößt und wegen Anmaßung und Gotteslästerung letztlich an die Römer ausgeliefert wird und für diese seine Botschaft, der er bis zuletzt treu bleibt, das Leiden auf sich nimmt und schließlich gekreuzigt wird. Es ist die Zusage der Liebe, die Zusage der Nähe Gottes, die Zusage seiner Barmherzigkeit, die Jesus letztlich ans Kreuz bringt, der er aber bis zum letzten Atemzug treu bleibt, und auf diese Weise macht er das Kreuz zum Zeichen der unendlichen Liebe des dreifaltigen Gottes. Und so gesehen ist das Markus-Evangelium eine wunderbare Bestätigung der geistlichen Einsicht des Gründers des Passionistenordens, des heiligen Paulus vom Kreuz. Das Kreuz ist das Zeichen der unverbrüchlichen Liebe Gottes zu uns Menschen und Christus, der uns diese Liebe sichtbar gemacht hat, ist seiner Botschaft, seiner Zusage, der göttlichen Zusage, dass Gott uns liebt, bis zuletzt treu geblieben und hat sich auch von Androhung, von Gewalt und der Verurteilung zum Kreuzestod nicht davon abbringen lassen. Das Kreuz zeigt uns, Gott mag uns leiden bis zuletzt. Deswegen ist Passionsfrömmigkeit nicht Leidensverherrlichung, sondern Ausdruck der Dankbarkeit dafür, dass Gottes Liebe keine Grenzen kennt, sondern uns bis zuletzt mag, leiden mag, liebt. Das ist die große Botschaft des Markus-Evangeliums. Und dieses Evangelium läuft zu auf das Bekenntnis des Hauptmanns, ich habe es vorhin schon angedeutet, wo dann der Titel noch einmal aufgegriffen wird vom Vers 1. Sie kennen alle diese Szene, wo es dann heißt, nachdem Jesus gestorben ist am Kreuz, als der Hauptmann, der die Hinrichtung überwachte, Jesus auf diese Weise sterben sah, bekannte er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und das ganze Markus-Evangelium ist uns nur aus diesem einen Grund überliefert, und es wird uns zu diesem einen Grund verkündet, Abschnitt für Abschnitt, bis hin zur Passion am Palmsonntag, dass wir einstimmen, dass wir uns anschließen diesem Bekenntnis des römischen Hauptmanns, wahrhaftig, dieser Mensch, der auf diese Weise am Kreuz sein Leben hingegeben hat, war Gottes Sohn. Dem Hauptmann wird das schon klar noch vor der Auferstehung. Das ist das Bemerkenswerte und Wunderbare. Er braucht gar nicht die göttliche Bestätigung der Auferstehung, sondern allein in der Begegnung mit dem gekreuzigten Herrn wird ihm klar, dass es einen größeren Ausdruck der Liebe nicht gibt. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin heute auch gekommen, um der Gemeinschaft der Passionisten von Herzen Danke zu sagen für ihr pastorales, ihr seelsorgliches, ihr katechetisches Wirken. Ich bin außerordentlich dankbar, dass die Passionisten, die im Jahr 1922, wenn ich richtig informiert bin, hierher auf den Wiesberg gekommen sind,
in Nisberg wieder zu einem geistlichen Zentrum gemacht haben, wo viele Menschen nicht nur zur Feier des Gottesdienstes, sondern auch zur Feier der Versöhnung und zum stillen Gebet herkommen. Außerordentlich dankbar für das pastorale Wirken in den verschiedenen Bereichen, die die Pfarrseelsorge überschreiten. Dankbar für die Priesterseelsorge, die von ihrer Gemeinschaft geleistet wird. Dankbar auch für die Jugendpastoral und zuletzt für ein neues Format an Volksmission, wo zwei der Mitglieder der Gemeinschaft der Passionisten in Donaustauf und in Bach tätig waren und ein neues Format von Volksmission erprobt haben und wo mir scheint, dass gerade auch in den kommenden Monaten und Jahren, da wir uns von der Corona-Pandemie werden erholen müssen, ein solches Format von Volksmission außerordentlich wichtig werden wird. Ja, die Pfarrgemeinden unseres Bistums, die ganze Kirche wird nach der Pandemie auf Reha gehen müssen. Wir werden wieder geistlich neu gehen lernen müssen. Wir werden denen nachgehen müssen, die sich vielleicht jetzt ein bisschen verlaufen oder vielleicht sogar das Kirchgehen abgewöhnt haben. Und da bin ich außerordentlich dankbar für die Erfahrungen, die man jetzt in Donaustauf und in Bach auch schon gemacht hat. Und ich kann nur von Herzen Danke sagen für diese Initiative. Und ich hoffe, dass viele Pfarreien dieses Format der Volksmission übernehmen werden. Denn die kommenden Monate, vermutlich auch Jahre, werden uns in dieser Hinsicht besonders herausfordern. Liebe Schwestern und Brüder, der heilige Johannes der Täufer, der mit dem heutigen zweiten Adventssonntag die Bühne betritt, ist der Vorläufer, der Wegbereiter für das historische Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus gewesen. Er hat ihn im Jordan zum Zeichen der stellvertretenden Übernahme von Schuld und Sünde getauft. Als dieser Vorläufer und Wegbereiter ist die Funktion Johannes des Täufers nicht wiederholbar. Aber weil der Herr in jeder geschichtlichen Stunde neu in unsere Mitte treten will, in mein und dein Leben, braucht es auch nach Christus Wegbereiter, Menschen, die Steine aus dem Weg räumen, Menschen, die Hinweisschilder, gewissermaßen lebendige Hinweisschilder auf den ankommenden Christus sind. Solche Wegweiser, solche Wegbereiter waren der heilige Bischof Nikolaus, der große Kinderfreund, der hoffentlich auch gestern Abend und heute einen Weg gefunden hat, die Kinder zu erfreuen. Der heilige Nikolaus, der ein vorbildlicher Bischof war, war ein Wegbereiter und einer, der Christus zu den Menschen gebracht hat. Der heilige Paul vom Kreuz ist ein solcher Wegbereiter und Bote, der mitgeholfen hat und durch seine Inspiration nach wie vor mithilft, dass Christus bei den Menschen ankommen kann. Bitten wir den Herrn um seinen Heiligen Geist, dass er auch uns helfe, dass wir alle Wegbereiter für Christus sein können, dass wir erst einmal selber den Weg frei machen, dass Christus in unser Herz kommen kann, dass wir aber auch unsere eigene Sendung erkennen, Menschen für Christus zu gewinnen, dass wir als Freunde des Bräutigams, so wie der Johannesevangelist Johannes den Täufer nennt, dazu beitragen, dass es zur bräutlichen
Gemeinschaft der Menschen mit Christus kommen kann. Das ist Ziel aller Sendung der Kirche, Ziel der Sendung der Passionisten, aber von einem jeden und jeder getauften und gefirmten Christin und eines jeden Christen. Heiliger Johannes der Täufer, heiliger Paul vom Kreuz, heiliger Bischof Nikolaus, heiliger Gottes Mutter Maria, bittet für uns.